le retour des beaux jours arrive. Et du verbitterte Gestalt der Angst. Pass auf, jetzt kommen die lustigen Masken. Et toi, le tombeau triste de la tristesse. Attention, les couleurs des costumes arrivent. Et du Stille des Todes. Pass auf, jetzt kommt die Jalimane und die Musik. Et toi, la lourdeur des blocages. Attention, les élans de la danse vont nous emmarcher. Ein Regenaus von fettigen Farben wird die Hoffnung und das Glück wecken. Levons-nous, réjouissons-nous, bougeons. La fête arrive, je vous invite à vous lever et nous commençons de danser. Très bien, freuons-nous, réjouissons-nous, das Fest steht vor der Tür. Thank you.
gemeinsam. Wir brauchen Inspiration, auch für das Fest der Fastnacht. Unser Liturgie. Wir beten. Gott, wir danken dir. Wie leicht sind doch diese Tage, die jetzt vor uns liegen. Wir begegnen Prinzessinnen. Und im Bus sitzt neben uns ein kleiner Berg. Die Poesie, sie lockt uns und die Fantasie bewegt uns. Da ist Bewegung und Musik. Und sie nehmen uns mit und machen unser Leben weit. Merci pour notre Dieu, de ne pas seulement nous avoir créés pour renoncer, pour s'aider, pour souffrir. Tu nous as créés pour connaître le bonheur des enfants, pour goûter la douceur des jours, pour rechercher le parfum des fleurs et pour vibrer au son de la musique. Dieses Festes ein wunderbares Festmahl. Und der Ort
Il a tout cru. Et il a invité beaucoup, beaucoup de monde. Au moment où le repas est prêt, il envoie son serviteur à inviter les invités. Il dit, venez, car tout est prêt. Et voilà que plusieurs des invités trouvent de drôles d'excuses pour ne pas venir. Sie haben Besseres zu tun. Einer zum Beispiel hat gerade ein Feld gekauft und jetzt muss er hingehen und es begutachten, ob es wirklich passt. Ein anderer hat gerade Boxen angespannt und muss kontrollieren, ob sie genug stark sind, um den Karren zu ziehen. Nochmals ein anderer hat erst gerade geheiratet und ist zu müde, zu diesem Fest zu kommen. Ils en ont beaucoup mieux à faire. Un a acheté un champ, l'autre va essayer son nouveau bétail. Et la mère qui vient de se marier, et quand on se marie, évidemment, on a beaucoup mieux à faire que d'aller à la profession. Als Ferdinand zurückkommt zum Gastgeber und von diesen komischen Entschuldigungen erzählt, wird der Gastgeber wirklich zornig. Und er schickt seinen Diener nochmals hinaus. Auf die Plätze der Stadt, um alle Verlassenen, die am Rand sind, die Ausgegrenzten, die Armen einzuladen. Sie sollen kommen zu diesem Festmahl. Alors, le serviteur apporte ses excuses au chef, au patron, au maître, au matin. Il entre dans une colère. Alors, il dit, puisque c'est comme ça, allez sur les places, dans la ville, et cherchez des gens qui pourront venir à mon festin. Les abandonnés, les pauvres, les marginaux, vous les invitez pour leur repas. Die Leute kommen, aber da sind immer noch Plätze frei. Und so schickt der Gastgeber seinen Diener nochmals hinaus, zurück auf die Straßen der Gegend. Der Gastgeber möchte, dass sein Haus gefüllt wird. Il envoie même alors, puisque rien encore de la place dans sa salle, de banquet, comme il y a encore un peu de place dans cette église ce soir. Il envoie son serviteur plus loin, sur les chemins de la région, pour trouver encore du monde. Il faut insister, dit-il, il faut que les gens viennent faire la fête pour que ma maison soit en ordre. Und so kommt es, dass von den vorgesehenen Gästen niemand dieses wundervolle Mahl genießen wird. Aucun de ceux qui ont été invités n'est trouvé de mauvaises excuses. En final, und an seinem Tisch möchte er uns beschenken.
sogar, ist nicht nur gerade. Wir schlüpfen in Kostüme, wir tragen Masken, wir schminken uns, wir tanzen und bewegen uns gemeinsam und auch aufeinander zu. Der Staatspräsident übergibt bald den Schlüssel der Macht einer Prinzessin. Für mich ist all das, was zu dieser Fastnacht gehört, sehr christlich. Ja, man könnte sagen, sehr reformiert sogar. Die Fastnacht stellt die Ordnung um, die Ohnmächtigen kommen an die Macht. Frei und aufrecht sein, gerade heraus, das gehört zur Fastnacht. Wir erleben uns zusammen in der Freude, am Miteinander, in der Freude an der Musik, an der Freude, an den Schnitzelbänken vielleicht auch. Wir erleben uns einmal anders, besonders. Wir erleben uns als kostbare Menschen. Und so glaube ich, an der Fastnacht kann etwas von Gottes großer Weite erfahren werden. Die Weite, dazu gehört seine fröhliche, lebensbejahende Art, sein uns zugewandter Geist, der uns Mut machen will für unser Leben. In Leben, wo uns der Mut manchmal verlässt, wo wir uns manchmal Masken aufsetzen, um unser Inneres zu verbergen. Wir spielen manchmal die Gutgelaunten oder wir spielen die Selbstsicheren. Dabei haben wir selber Angst vor unserer Courage oder vor unseren Selbstzweifeln. Ich glaube, hinter solchen Masken, die wir uns alle, denke ich, manchmal auflegen, steckt eine Sehnsucht nach Zuwendung, nach Liebe. Manchmal auch die Angst, verletzt zu werden. Fastnacht ist auch die Maskenzeit. Ganz konkrete Masken ziehen wir da an. Unter dem Schutz der Maske gehen vielleicht gewisse Vorurteile, die wir gegeneinander haben, vergessen. Die Masken geben uns neue Identität, neue Möglichkeiten. Hinter den Masken, vermute ich, verändert sich auch der Mensch. Wir verbergen uns nicht einfach hinter den Fastnachtsmasken. Vielleicht zeigen wir sogar etwas von unserem wahren Ich, von unserem wahren Wesen, ganz spielerisch und frei. Ich vermute, die Maske hilft uns, in Rollen zu gehen, in die wir sonst nicht hineingehen würden. Auszubrechen aus dem, wo wir manchmal drinstecken, wie in einem Korsett, in etwas anderes, Freies. Und so frage ich mich selbst und vielleicht auch euch, welche Maske müsste ich aufsetzen, um mein wahres Gesicht zu zeigen? Um ganz echt zu sein, um so zu sein, wie Gott mich vielleicht gedacht hat. D'abord, tout ce que je possède.
D'abord, mon petit bonheur privé. Oui. Attention. Et les gens, très, mais alors, très sérieux et très important. Ils ont pas le temps. Vous pouvez tout préparer, vous pouvez les inviter, vous pouvez m'insister, ils ont pas le temps. Non, ils sont très sérieux et très importants. Et ils veulent rester très sérieux et très importants. Vous en connaissez beaucoup. Thank you.
stark und die Schwachen. Und dann können wir nicht in die Ohren. An der Fastnacht freuen sich die Jungen und die Alten gemeinsam. Und dann können wir in die Ohren, in den Wagen sind wir schon. An der Fastnacht sind die Ersten die Letzten. Die Letzten die Ersten. Du, wir tust uns unsere Idee von der Ordnung der Welt. Wir sollen uns so besuchen, wir sollen uns so bedienen. Wir sind alle eingeladen, an diesem Fest teilzuhaben. Wir brauchen Art, Wind, wir brauchen Bewegung. Die Buchlose, du sagst, wir sollen das Feld an den Kreuzen. Erlaubt nur ein Chromosom. Don't dream on a girl, wenn du bist. Thank you.
Stelle ein großes Danke an all die im Vorfeld und heute im Hintergrund und im Vordergrund bei diesem Gottesdienst und dieser Feier mitgewirkt haben. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, à tous celles qui ont pu nous parler. Et merci aux forces d'avoir pensé, inventé, imaginé ce moment. Sure.